Ja, hallo, herzlich willkommen bei Holly Sportgeschemme. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Nach dem Derby unentschieden, ja, gegen Gladbach, sagt natürlich der ein oder andere, diese bescheidenen Unentschieden, die helfen uns nicht weiter, so kommen wir nicht aus dem Keller raus. Ja, da hat jeder recht, der das so schreibt oder sagt. Das Problem ist eben halt, ja, für ein Unentschieden kriegst du einen Punkt, für einen Sieg bekommst du drei, wissen wir alle. Die letzten vier Auswärtsspiele in Gladbach, in Stuttgart, in Hoffenheim und in Wolfsburg, ja, ist das Positive. Wir haben keines dieser Spiele verloren, aber auch keinen einzigen Sieg von diesen Spielen feiern können. Man stelle sich nur vor, du verlierst zwei Spiele von denen und gewinnst zwei von denen, da hätten wir jetzt schon vier Punkte mehr. Ja, aber wie gesagt, es ist kein Wunschkonzert und ja, ich sage immer, ein Punkt ist immer besser als keiner. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen und am Ende wird sich zeigen, inwiefern oder inwieweit uns die Unentschieden weitergebracht haben. Es wird natürlich jetzt ein Rennen zwischen Mainz 05 und unserem FC Köln, logisch. Es sind noch 8 Spiele zu absolvieren und da müssen wir mal schauen, wer den längeren Atem hat. Eventuell ist meine Hoffnung, das hört sich zwar gemein an, aber nach der Heimniederlage vom VfL Bochum könnte es durchaus sein, dass die Bochumer auch nochmal unten reingeraten. Mit 25 Punkten bist du auch nicht auf der sicheren Seite. Und da müssen wir mal sehen, wie der weitere Saisonverlauf ist. Das Problem jetzt am Freitag gegen RB Leipzig. Die Leipziger kämpfen natürlich auch noch um Platz in der Champions League, wollen unbedingt Vierter werden, sind ja im Moment auf dem 5. Platz, wenn mich nicht alles täuscht. Und ja, die Mainzer, die Leipziger werden natürlich auch alles reinhauen. Eventuell können wir ja mal für eine Überraschung sorgen. Freitagabend gegen Leipzig wäre natürlich ein Hammer und das würde die anderen Mannschaften natürlich erheblich unter Druck setzen. Zumal dann Samstag Mainz 05 gegen den VfL Bochum spielt. Aber ich denke mal, es gibt einen Zweikampf zwischen Mainz und unserem FC um den 16., um den gewissen Relegationsplatz. Ja, was gibt es sonst noch Neues auf FC-Seite? Lubisic und auch Kainz sind nicht nominiert für das Aufgebot der Ösis. Ja, ist eine schlechte Nachricht für die beiden, aber ich denke mal, es ist halbwegs gerecht. Ja, die Leistungen in letzter Zeit sprachen auch nicht unbedingt dafür, dass man in der Nationalelf spielt. Das Gute ist natürlich, dass dann beides sind auf Abruf abgestellt, aber das Gute ist, sollten sie dann nicht berufen werden, können sie wenigstens mit dem FC dann nächste Woche ins Trainingslager nach Spanien fliegen und können sich da vielleicht hoffentlich nochmal einen richtigen Feinschliff für ja, das Saisonfinale holen. Bei Ut, das wird wohl meiner Ansicht nach auch diese Saison nichts mehr werden und dann kann man dann hoffen, dass Waldschmidt wieder zurückkommt und natürlich Selke, der ja auch schon ein paar Minuten gespielt hat gegen Gladbach, zurückkommen wird. Ja, und warum sollen wir chancenlos sein gegen Leipzig? Man muss wieder alles reinschmeißen und muss natürlich diese verdammten erbärmlichen Abspielfehler und gerade ins Zentrum vermeiden. Ja, dann lieber den Ball ab. Bolzen oben. Ich sage immer, hoch und weit bringt Sicherheit. Ich meine, das hat mit Fußball dann auch wenig zu tun, aber ehe ich dann so einen Verzweiflungspass ins Zentrum mache, kloppe ich ihn lieber über die Tribüne. Und ja, damit ist jedem geholfen. Da kann die Abwehr sich wieder formieren. Ja, wir müssen natürlich unbedingt sehen, die Leipziger sind natürlich auch hochgradig besetzt und sind natürlich Freitagabend auch glasklarer Favorit. Ja, zumal sie ja auch unbedingt die Punkte brauchen, um noch Platz 4 zu erreichen. Aber zu dem Spiel gegen Leipzig in einem späteren Video dann noch mehr. Ihr wisst es alle, nach dem Freitagsspiel geht es dann Montag nächste Woche geht's ins Trainingslager und am 30.03. geht es dann weiter gegen Augsburg und ja, da muss dann, ich denke mal, die Augsburger sind dann jenseits von Gut und Böse, ist vielleicht eine Chance, muss keine Chance sein, kann aber eine erhebliche Chance sein, wenn du da ein Tor machst und die müssen dann ein Tor hinterherlaufen. Vielleicht fehlt dann da auch der letzte Biss. Ich denke mal, auf sowas kann man nicht hoffen, aber es ist nach wie vor alles drin.
auch wenn die Unentschieden, ja, du kannst keinen richtigen Sprung machen in der Tabelle oder kannst den anderen dichter aufs Fell rücken, aber in Gladbach das Spiel kannst du dann zum Schluss raus, sogar wenn du Pech hast, noch verlieren oder wenn du großes Glück hast, kannst es gewinnen. Es ist nun mal, es war ein schönes, geiles Derby. Aber ja, ich hätte auch lieber einen Dreier mitgenommen. Es sollte eben halt nicht sein. Und damit, ja, damit muss man dann eben halt leben. Hübers wird gesperrt sein, Freitagabend. Ich denke mal, dafür wird Kilian reinkommen. Und besonders muss Martel und Husim Basic aufpassen, die bereits 4 gelbe Karten gesehen haben. Und nicht, dass die dann Gefahr laufen, holen sich die 5. ab und sind dann in Augsburg, was dann ein eminent wichtiges Spiel für unseren FC ist, gesperrt. Ja, was gibt's noch sonst Positives? Man muss sagen, Ali Du blüht auf. Muss man ganz klar festhalten. Nicht wegen seinen 2 Toren, die er da gemacht hat. Das eine mag etwas glücklich gewesen sein, logisch, aber der Kopfball, wie er ihn setzt, wie er hochgeht, ja, das hat schon irgendwo was. Und auch Damien Downs, auch wenn er nur die paar Minuten gespielt hat, hat mich persönlich überzeugt. Eiskalt mit links verwandelt hinten in die lange Ecke. Kann auch nicht jeder, ja. Ich denke mal, sogar aufgrund von Justin Steele Verletzung ist Damien Downs sogar etwas weiter. Und ja, wie das mit Deal dann weitergeht, das muss er mit seinen Beratern selbst entscheiden. Jedenfalls ist Damien Downs dann mehr als für mich eine Alternative. Und wenn Kainz weiterhin so schwächelt, ja, dann muss Trainer Timo Schulz eben halt umbauen, wie es für ihn am besten ist. Ich weiß, Selge ist zwar wieder fit, ob er jetzt über 90 Minuten gehen kann, bezweifle ich. Dafür war der Trainingsrückstand ganz einfach zu groß. Und auch was noch positiv ist, muss man auch ganz klar sagen an der Stelle. Ich habe genug gewettert gegen Adamian, aber die letzten 2 Spiele, was er da gemacht hat, ja, er hat den Ball gut gehalten, hat ihn festgemacht, hat sie auch gut weitergeleitet. Ich verstehe nicht, was er die letzten 2 Saisons da gemacht hat, ob er total von der Rolle war. Man hat gesehen, da ist schon etwas Potenzial, ja. Er muss es dann eben halt nur abrufen und ich würde mich sehr für ihn auch persönlich freuen, wenn er mal dann wirklich ja, ins Tor trifft. Da würde natürlich alle freuen. Am besten noch so ein entscheidendes Tor, vielleicht gegen Leipzig zum 2-1. Das wäre dann natürlich eine feine Sache, würde ihm dann natürlich auch nochmal erheblich sehr, sehr viel Selbstvertrauen bringen. Aber wie gesagt, gegen Leipzig die Woche, Freitagabend, mache ich dann vorher nochmal ein Video. Muss man mal gucken, ob das jetzt ein Donnerstag oder Mittwoch oder Freitag ist. Kommt drauf an, auf die Zeit. Wie gesagt, ansonsten gibt es personell eigentlich keine großartigen Veränderungen. Was ich mal fragen muss, die Damen haben ja wieder eine Torjägerin verpflichtet. Und da frage ich mich, die Damen dürfen verpflichten. Ich meine, ist ja schön, haben das Spiel aber am Sonntag für über 30.000 Zuschauer gegen Werder Bremen mit 2-1 gewonnen, was auch bitter nötig war aufgrund der Tabellensituation. Aber die Damen dürfen dann irgendwo verpflichten und ja, die Herren bis runter zu, was weiß ich, dürfen keinen Spieler verpflichten. Ist schon alles etwas seltsam und auch dubios. Na gut, das Gasurteil steht, obwohl ich das auch nicht ganz verstehe. Ich persönlich, ja, auch wenn die Chancen wahrscheinlich nicht sehr, sehr groß gewesen wären, wäre da in die Berufung oder in die Revision gegangen, je nachdem, wie das ist. Also ich hätte es mir mehr oder weniger nicht gefallen lassen, denn man sieht es immer wieder mehr, es wird immer mit zweierlei Maß gemessen und das ist dann irgendwo meiner Ansicht nach auch sehr, sehr ungerecht. Ja, was gibt's sonst noch Neues? Ich könnte noch meine Bundesliga-Tipps bekannt geben für das kommende Wochenende, auch wenn der ein oder andere lacht. Wie gesagt, Freitagabend, Köln-Leipzig, mein Tipp 2-1. Dann geht's Samstag weiter, Union Berlin-Bremen 2-1. Wolfsburg schlägt Augsburg 2-0. Sollte das in die Hose gehen, wird wahrscheinlich auch ja, Niko Kovac seinen Hut nehmen müssen. Mainz-Bochum ein gerechtes 1:1. Heidenheim-Gladbach 1:2. Darmstadt-Bayern-München 1:6. Und das Spitzenspiel Samstag dann Hoffenheim-Stuttgart 2:2. Und Sonntag 15:30 Uhr Freiburg gegen Bayer Leverkusen. Mein Tipp
1:0. Irgendwann muss Bayern mal verlieren. Und spät dann 17.30 Uhr, Borussia Dortmund erwartet Eintracht Frankfurt, mein Tipp 3:2. Und dann gucken wir mal auf die Tabelle, wenn das wirklich so klappen sollte mit meinen Tipps. Ja, da bin ich sehr, sehr gespannt. Ihr könnt es gerne kommentieren. Was haltet ihr von Lubisic, Kainz, Nationalelf nur auf Abruf? Ja, geht den Jungs die EM flöten in Deutschland? Gerade hier wäre natürlich sehr schade. Zumal Rangnick einen sehr, sehr großen Kader hat und muss dann sowieso noch Streichungen vornehmen. Ihr könnt auch gerne eure Bundesliga-Tipps abgeben. Bin ich sehr gespannt. Klar ist immer ein bisschen Hoffnung dabei bei meinen Tipps. Dann wünsche ich euch eine schöne Restwoche, beziehungsweise es hat ja gerade erst angefangen. Aber ja, bleibt gesund und sage Tschüss, Holly. Bis bald. Ciao.